Herzlichste Grüße hier aus der Karibischen See von der Pineapple Bay, einer kleinen Insel, einer kleinen Bucht in der Karibik. Bekannt geworden durch den Export von Ananas, deswegen auch der Name. Aber ja, Wirtschaftskrise und was sonst noch so, Finanzkrise die letzten Jahre war. Hat man sich hier doch ein bisschen was anderes suchen müssen und ist hier mittlerweile auf den Anbau von Getreide und Zuckerrohr vor allem gegangen. Deswegen jeder, der sich hier von dem Namen hat verführen lassen, zu denken, dass es mal hier vielleicht im LS jetzt lecker Ananas anbauen kann, dem sei gesagt, nein, es geht leider nicht. So, Pineapple Bay, eine Map, die noch im Zuge des Mod-Contestes veröffentlicht wurde und nicht sehr besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Was mich ein kleines bisschen verwundert hat, denn die Map sieht doch prinzipiell erstmal ganz, ganz nett aus und ist vielleicht auch mal ein kleines bisschen was anderes. Die ist groß, wir haben viel Platz, viel Land und ich würde sagen, wir schauen uns vielleicht zum Anfang erstmal die Karte an. Es ist auf jeden Fall viel Bewegung. Haben wir unten auch einen kleinen Fußballplatz, wie wir gesehen haben. Einen kleinen Verkaufsstand. Ach, herrlich. Wo die Leute hier ein bisschen kreuz und quer durch die Gegend laufen. Kleiner Fußballplatz. Genau. Schauen wir uns mal die Karte an. Das ist der Spaß. Wir haben, glaube ich, mehr als 50 Felder. 40, ja, ungefähr, könnte hinkommen, knappe 50 ungefähr, würde ich sagen. Ja, zwischen 1 und 26 Hektar. Wir haben viele Möglichkeiten, es gibt mehrere Plätze für Höfe, haben jetzt hier schon mal unser Zuhause, haben hier oben in der B eine kleine Ortschaft, wo wir gerade sind, werden uns dann aber erstmal nach Hause teleportieren, uns dort den Hof angucken. Wir spielen als neuer Farmer. Dann steht hier noch dazu, denk immer dran, go big or go home. Also, ist wahrscheinlich eher was für die Leute, die doch mit den großen Gerätschaften gern aufs Feld fahren. Aber wir sehen, es sollte auch für Leute, die eher die kleineren Maschinen bevorzugen, alles ein bisschen gemütlicher haben, ist hier, wenn wir uns mal Felder 26, 25, 24 doch auch Genüge getan werden. Standardfruchtsorten haben wir hier. Genau, sehen, das ist halt Getreide 3, Zuckerrohr haben wir 4, drüben Zuckerfabrik, genau, haben Hafen, Ranch, Restaurant, Scheune, Spinnerei, Sägewerk, Zuckerfabrik, wobei ich glaube, Sägewerk, doch, Sägewerk gibt es genau hier. Gucken wir uns alles an, genau, ich würde sagen, wir schauen uns vielleicht, oder wir schauen uns zu Fuß vielleicht nochmal ein kleines bisschen die Ortschaft an, gehen dann mal zu unserem Hof, zu unserem Home, zu unserer Homebase, schauen uns da mal ein bisschen um, gucken uns natürlich wieder die Landschaft an, Topografie, Flora, Fauna. Vor allem. Und ja, würde sagen, dann drehen wir mal hier so eine kleine Runde. Besonders auf der Map soll natürlich sein, diese beiden Rundfelder. Ich weiß gar nicht, wie werden sie jetzt in der Beschreibung genannt. Jetzt finde ich es gerade gar nicht mehr. Ist auch egal, die eine Bewässerungsanlage auf jeden Fall haben. Das werden wir uns vielleicht mal genauer angucken. Habe ich mir jetzt noch nicht so angeschaut. Ja, deswegen würde ich sagen, haben wir uns mal einen Überblick verschafft. Und dann spazieren wir vielleicht doch mal durch die Ortschaft. Auch wenn es den einen oder anderen jetzt nicht so interessiert, könnt ihr ja gerne vorskippen, aber wie gesagt, für mich ist es doch immer interessant, auch die Sachen fernab des, ja, was halt so die Standard-Spielszenarien sind, was heißt Felder, Hof, Geräte und sowas. Mal gucken, wie ist einfach die Map aufgebaut, was gibt es da vielleicht doch noch zu erkunden, zu gucken, so ein paar kleine, nette, lustige Gimmicks. Guckst du mich so lüstern an? Zum Beispiel der Hafen hier ist ja sehr nett gemacht. Auch die Ortschaft ist halt mal ein kleines bisschen was anderes. Ich gehe mal davon aus, dass das so die amerikanischen Standards sind, denn Karibik ist ja dann
Ja, ne? Gehört ja zu America. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Das Licht ist auch sehr interessant. Ich hoffe, das kommt jetzt über das Video auch ein kleines bisschen rüber. Ich denke, hier gibt es auf jeden Fall Leute, die daran gefallen haben können. Der Baum ist ganz nett. Ich will mal ganz kurz noch gucken. Nee, kann man leider nicht kaufen. Sieht mir schon ein bisschen eingetrübt. Die Sachen, die man kaufen kann, haben da wir neuer Farmerspiel natürlich zu unserem Hof schon ein bisschen was dazu. So, das gibt es hier nur im Doppelpack oder was? 3 und 6. Wert 300.000, 200.000, ja. Ach, das gibt es auch bloß im Dreierpack. Okay. Wir haben dann hier natürlich. Reisfelder kosten über eine Mille. 1,6 Millionen. Ja, ist schon alles recht üppig. Wir sehen auch, wenn die grünen Punkte die Baum, der Baumbewuchs der Karte sein soll, dann ja, ist hier für, sagen wir mal, Holzerleute, für Freunde der Forstwirtschaft nicht so viel geboten. Man könnte hier vielleicht noch die letzten paar Palmen wegmachen. Müsste man sich aber überlegen, ob man das will. Haben jetzt hier unseren kleinen Pickup. Da fahren wir vielleicht mal direkt zu unserem Hof. Moment, da muss ich noch mal ganz kurz schauen, wo müssen wir denn eigentlich hin? Die andere Richtung wäre vielleicht praktischer. Einwendemanöver. Ja, ich weiß nicht, ich war jetzt persönlich noch nicht in der Karibik. Gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich weiß nicht, ob die da so diesen roten Sand, der hier jetzt so überall ist. Ob das diese rote Erde, ob das da wirklich so aussieht. Ich glaube es eventuell fast nicht. Aber trotz dessen, beziehungsweise davon mal abgesehen, finde ich, ist das ganz geil umgesetzt. Also hier hinten mit den Hügeln. Die Straßen sind recht cool, individuell. Also da hat sich, denke ich, auf jeden Fall schon jemand Gedanken gemacht. Auch der Bewuchs sieht wirklich sehr detailliert aus. Klar, es ist halt ein kleines bisschen karg, aber ja, das lässt einen halt so ein bisschen mehr die Weite erleben. Es ist auf jeden Fall auch echt viel los und überall sind so lustige Verkaufsstände. Ja, jetzt auch hier dieser kleine Anstieg. Ja, da hat sich schon jemand ein bisschen Mühe gegeben. Ich glaube, die Karte wurde jetzt auf LS-Portal, wo ich immer unterwegs bin, ich glaube, gerade mal knappe 90 Mal downgeloadet. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht schauen wir da mal drüber und die Karte wird eventuell doch ein kleines bisschen unter Wert verkauft. So, wie kommen wir denn jetzt zu unserem Hof? Hier ist eine Einfahrt. Ah ja, guck auch das. Sieht schon so ein bisschen wie eine Ranch aus. Da passt das ganz gut, dass wir hier mit unserem Pickup vorgefahren kommen. Und ja, hier haben wir schon die dicken Maschinen stehen. So, schauen wir uns hier vielleicht mal um. Würde sagen, das hier ist unser Wohnhaus. Ja. Noch ein kleiner Teich. Schön. Ist auf jeden Fall noch Platz, ne? Haben hier unten ein paar Unterstände und da sehe ich auch schon einiges an Maschinen. Traktor kann man immer gebrauchen. Mit Ladeschaufel. Was haben wir hier? Wasser. Bitte do not use the water for drinking. Okay, weiß nicht, drückt man das so aus? Ich würde einfach sagen, do not drink. Dingen, Flügen grubbern, beziehungsweise, ne? Unkraut-Ex. Das ist, glaube ich, eine Zuckerrohrmaschine. Ich bin ganz ehrlich, ich habe im LS noch nie Zuckerrohr gemacht. Es gibt noch so ein paar Sachen, die wir uns für einen Livestream definitiv noch aufgehoben haben. Eine Sache davon ist zum Beispiel Zuckerrohr. Ich meine, den gibt es jetzt auch schon ein Stück. Es ist einfach der Wahnsinn, was man hier alles machen kann. Ein Zuckerrohr,
haben wir echt noch nie gemacht. Ich muss noch ganz kurz. Ich würde sagen, ja, das ist eine Zuckerrohr- und Düngemaschine. Genau. Also ja, Zuckerrohr wird groß geschrieben. Dann, was haben wir denn noch? Auf jeden Fall Platz. Ja, es ist jetzt recht spärlich. Da hinten haben wir eine Garage bzw. eine Werkstatt. Haben hier noch ein grober. Jetzt bin ich mal hier runtergesprungen. Da ist unser Haus. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, haben hier noch einen dicken Traktor mit Anhänger. Auf jeden Fall Schrott und sowas. Ja, ist doch jetzt eher so, sagen wir mal, ein bisschen für die Pragmatiker, ne? Haben halt ein Haus, Unterstände und unsere Sachen, aber ich finde, das passt halt ganz gut in dieses Setting rein. Dann würde ich vielleicht mal sagen, dass wir den Traktor hier anspannen und uns dann die Map vielleicht mal ein bisschen genauer angucken. Denn ich muss einem was sagen. So richtig irgendwie, aber ein Silo oder sowas haben wir jetzt nicht hier auf dem. Auch hier so dieses ausgetrocknete Flussbett. Herrlich. So ein Silo haben wir jetzt hier scheinbar nicht. Okay. Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die Karte und machen uns mal so einen kleinen Fahrplan. Ich würde einfach mal sagen, dass wir hier so rechts mal der Hauptstraße folgen. Mal hier runter gucken. Und ja. Hier quasi im Uhrzeigersinn so eine Runde drehen. Dann vielleicht mal hier so bei den Reisfeldern vorbeischauen und gucken, was das denn so ist. Und dann mal hier noch so hochtingeln Richtung Viehhändler. Und ich denke, dann haben wir uns einen ganz guten Überblick über die Karte verschafft. So, gucken wir mal. Den Starrer, den hatte ich glaube ich auch noch nie. Wüsste ich diese Animation. Ha, herrlich. Also es ist immer wieder was Neues. Ich meine, ich habe jetzt glaube ich knapp 300 Stunden, wenn mich nicht alles täuscht, knapp 300 Stunden LS. Ja gut, man muss sagen, das hier jetzt links, das sieht schon ein bisschen. Also es sieht schon sehr animiert aus. Ja, was man so die Hintergrundberge ist, könnte man vielleicht nochmal drüber gehen. Also, muss man schon ganz ehrlich sagen, es wirkt doch recht trostlos, aber es wirkt auch sehr warm. Also das warme Flair, das kommt auf jeden Fall rüber. Ich würde es jetzt nicht als Karibik bezeichnen, also karibisches Flair ist es für mich nicht, auch wenn ich da nicht die größte Expertise habe. Aber das würde ich doch anders formulieren. Es ist ein bisschen von dem Sand der Erde so Teneriffa, ja? Teneriffa, Lanzarote, so die Gegend. Das würde doch, denke ich, ganz gut hinkommen. So, da hinten sieht es nach Leuchtturm aus. Es gibt vor allem auch viel Wiese, ja? Viel Wiese, die Felder sind auch doch, guck mal, das ist jetzt hier rechts die 7. Die ist nicht so groß, aber das ist schon ein Apparat. Also die Felder sind schon. So, was haben wir hier? Kann man das lesen? Steht gerade die Sonne komisch. Lancia Lapacho. Bin ich. Ja, sorry. Bin jetzt kein. Ausgewiesener Sprachexperte. Aber vielleicht kann ja der eine oder andere damit was anfangen. So, dann haben wir hier ein paar schöne Villen. Herrlich, einfach so ins Feld gekracht. Hätte man. Oh, geil. Baustelle. Sowas finde ich ja immer cool. So, da ist wahrscheinlich mal ein bisschen die Straße abgegangen, oder? Kleine Behilfsstraße. Ansonsten ist halt wirklich nicht so viel los. Es ist halt doch recht karg, weites Land, was mir gut gefällt. Also da bekommt man definitiv. Oh, die beiden lassen sich nicht so richtig abschütteln. Da bekommt man definitiv einen sehr, sehr guten Eindruck. Und wie gesagt, es gibt sicherlich Leute, die daran gefallen haben. Ich persönlich muss sagen, ich bin doch eher ein Fan von den europäischen Karten.
Aber ich gucke mir die Sachen doch trotzdem ganz, ganz gern an. Und ja, solange es was zu entdecken gibt, hat das für mich in diesem Format zumindest seinen Zweck erfüllt. So, dann schauen wir mal. Jetzt kommen wir hier so ein bisschen in so ein Gebiet rein. Da sind auf jeden Fall wieder Leute zugange. Ich weiß nicht, gibt es jetzt hier irgendwas Krasses? Vielleicht da drüben. Hopp, hopp, hopp. Ja, die Leute, es ist. Sorry, aber. Das ist ja alles voll von den Menschen. Also hier jedenfalls nicht. Okay. Okay. Ich glaube, das ist jetzt nicht so richtig was für uns. Ja, speichern ist nicht verkehrt. Auch noch eigentlich nicht. Nö. Okay. So viel dazu. Dann würde ich sagen, setzen wir unsere Tour einfach mal fort. Ist echt viel an Menschen. Also überall, wo Gebäude in der Nähe sind, da laufen ja, grüß dich, laufen hier auch eine Hundertschaft an Leuten rum. Der Traktor ist jetzt nicht besonders schnell, aber ich denke, man bekommt doch einen ganz guten Eindruck von der Größe, von der. Also was ist denn dahinter? Das ist doch gar nicht in der Karte eingezeichnet. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht so richtig. Es scheint auf jeden Fall sehr trocken zu sein. Denn die ganzen Gräben hier, die sind doch recht ausgetrocknet. Ja, der Traktor war jetzt vielleicht nicht der schnellste. Wir hätten vielleicht mit dem Pickup fahren sollen. Bezieht sich das ja alles doch. Ja, viele unberührte Flächen. Landschaftsflächen. Cool. Oh, die Brücke sieht gut aus. Oh yeah, die sieht gut aus. Sowas gefällt mir. Dann haben wir sogar noch ein bisschen Wasser. Vielleicht kürzen wir die Sache hier mal ein kleines bisschen ab. Okay. So, ich habe jetzt mal ein kleines bisschen was rausgeschnitten oder ich weiß nicht, vielleicht mach ich es auch im Zeitraffer. Muss ich mal gucken. Tja, die Erde sieht auf jeden Fall auch hier auf den Feldern schön braun aus. Ich habe jetzt keine Ahnung, was haben wir denn jetzt hier? Was haben wir denn hier auf jeden Fall? Fahrsilos, also würde ich mal sagen, eine BGA. Wobei, das finde ich ein bisschen blöd, dass hier nichts in der Karte so. Da. So, BGA, das hier war quasi die Kalkstation. Das ist die BGA. Man sollte natürlich die Sachen auch einschalten, dann weiß man genau, hier oben nochmal eine Kalkstation. Die Zuckerfabrik, das Sägewerk, das würde ich mir vielleicht auch noch ganz gerne mal angucken. Zunächst würde ich auch mal sagen, wir düsen hier rüber. Ich muss mal gucken, ob ich das die Wege rausschneide, weil es gibt halt unterwegs wirklich nicht so viel zu sehen. Ja, man sollte schon auf jeden Fall Spaß daran haben zu fahren im LS. Also das muss man ganz ehrlich sagen, die Wege, klar ist der Traktor jetzt nicht der schnellste, wie gesagt, aber die Wege sind schon extrem. Also das ist schon krass. Also ich will jetzt nichts sagen, aber ich glaube von der BGA, von der Kalkstation dahin bis zu der BGA, das waren jetzt bestimmt 5, 6 Minuten, was wir da unterwegs waren. Deswegen normalerweise, ich bin auch kein Freund von hier irgendwie quer übers Feld abkürzen und so, sondern schon die Straßen nehmen und alles ein bisschen realistisch spielen. Aber jetzt zu den Vorstellungszwecken. Erstens wollen wir uns sowieso ja auch ein bisschen die Landschaft angucken. Und zweitens, wir würden hier sonst eine Stunde spielen. Also das ist echt. Klar, könnte ich auch einfach mal den Pickup holen. Aber wir wollen uns ja zumindest noch eine wichtige Sache oder zwei wichtige Sachen. Ich würde mir noch gerne die Zuckerrohrfabrik und das Sägewerk oben angucken. Und natürlich noch diese Kreisfelder mit der Bewässerung hier. Weil das ist schon ein bisschen, das habe ich ganz ehrlich. Oha. Ah. Die Brücke auch wieder sehr, sehr geil. Oh, Papa, wenn ich ein kleines bisschen Angst habe. Es sieht nett aus, als ob das der TÜV Saarland abgenommen hat. Bin ich ganz ehrlich. So, dann schlängeln wir uns mal zu den Feldern.
Denn das sieht natürlich schon sehr interessant aus. Und habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Und ich gehe mal davon aus, dass man, wenn die Sachen funktionieren, also wenn da effektiv, wenn man damit was hantieren kann, dass man da das Feld erst kaufen muss und die kosten ja irgendwie, ich glaube, also ein bisschen was über 1 Million. Das lässt sich jetzt nicht realisieren, aber um uns das zumindest mal anzugucken. Die Erde ist echt krass. Also ist das eine, ich glaube ja nicht mehr, dass das eine Standarderde ist. Geilomat. Anschalten. X. Das lässt sich jetzt wahrscheinlich nicht anschalten, weil wir, weil uns das nicht gehört. Aber das funktioniert. Ist das geil, Leute? Ist das geil? Das habe ich noch nicht gesehen. Richtig cool. Ich glaube, das macht auch echt Fun. Da hätte ich echt Bock drauf, das Ding mal abzuernten. Nur schön mit dem Mähdrescher im Kreis zu fahren. Gerade für Leute, die ja mit Lenkrad oder so spielen. Da lässt sich das ja eigentlich ganz cool machen. Also das ist wirklich so ein bisschen ein Highlight. Das muss ich schon sagen. Da würde sich das, würde ich mich, das würde ich glatt mal austesten. So. Das Ding. Okay, da müssen wir vielleicht halt die Auto-Start-Stop ausmachen. Dann kann man sicherlich das Ding anschalten und dann fährt es von allein, weil jetzt da irgendwie so stundenlang in dem Ding drin zu hocken, bis das ja einmal rumgefahren ist, hätte ich jetzt auch wieder keinen Bock drauf. So. Dann haben wir hier oben dann wahrscheinlich nochmal dasselbe. Genau, das sehen wir ja da. Finde ich echt cool. Also das finde ich echt cool. Ich frage mich zwar so ein, also ja, ich meine, es sieht halt ein bisschen verloren aus hier zwischendrin, so zwei solche Felder. Aber ja, die sind auf jeden Fall praktisch, vor allem in der Klimaregion hier. Weil ich, in der Karibik regnet es doch eigentlich schon. Die haben doch schon so Sommer Sturmzeiten. Also Sommer Regenzeit, so nennt sich's. Im Sommer. Soweit ich das jetzt weiß. Ich will mich da jetzt aber auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube eher, dass die sowas in Texas und so haben. Da habe ich das, glaube ich, schon mal gesehen. Solche Kreisfelder lassen sich halt super bewässern. Das ist halt der Vorteil davon. Und ja, sie lassen sich halt eigentlich auch gut abernten bzw. bestellen, weil man halt immer schön im Kreis so seine Runden fahren kann. Gut, dann haben wir jetzt hier oben zum Vergleich nochmal die Felder 24, 25, 26. Das sind doch schon im Gegensatz zu den anderen Feldern süße Teile. Ne? Also das kann man nicht anders sagen. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, eher so meins. Ja. Also das sind so Sachen, das würde mir von der Größe her, die drei Dinger von der Größe her voll ausreichen. Weil ich ja schon öfters mal gesagt habe, ich nicht so der Fan davon bin, halt 5 Stunden am Stück Mähdrescher zu fahren. Geht jetzt nicht ums Mähdrescher fahren, mache ich sehr gern. Ernten allgemein. Aber der LS hat für mich so viele, viele Sachen, die man machen kann. Von Viehzucht übers Ernten, über Holz, über Sachen zusammenmischen und hin und her fahren, verkaufen, ankaufen, wegschaffen, bringen, befüllen. Ja, was für mich einfach den Reiz ausmacht. Dass man viele verschiedene Sachen hat. Und ich deswegen ungern einige Stunden am Stück dasselbe mache. Hätte jetzt auch keine Lust, 3 Stunden lang Hirse wegzufahren oder sowas. Oder Silage einzufahren 5 Stunden lang. So, mal ein bisschen durchs Gemüse, haben hier noch ein paar nette kleine Felder. Also wie gesagt, Leute, die auf kleine Felder stehen, das Setting cool finden, da jetzt ein bisschen abgeschreckt waren vielleicht. Durch. Oha. Jetzt haben wir wieder ein ausgetrocknetes Flussbett gefunden, beziehungsweise ja, auch noch ein bisschen Wasser. Ja, da stoßen wir jetzt einfach mal quer drüber. Denn ich würde mir noch gerne Zuckerfabrik
und das Sägewerk angucken. Ein paar einzelne Häuser wieder hier schön hingepflanzt, herrlich. Das könnte vielleicht noch. Die können vielleicht noch so ein kleines bisschen. Weißt du, dass man so diese Häuser ein bisschen zu Highlights macht? Dass das einfach noch ein bisschen ausgebaut wird. Ansonsten. Ja, wie gesagt, das ist vom Setting her recht cool. Es ist halt. Ah ne, wo sind wir denn? Moment. Scheune Ranch, Viehhändler. Sollten wir genau. Hier links ist das. Was ist das? Das ist die Kalkstation. Dann haben wir hier links das Sägewerk. Ja, dann haben wir einen Specht. Links das Sägewerk. Wop, 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 wop. Für was hat man denn einen Traktor? Ja, wenn man damit nicht übers Gelände fährt. Ja. Ne? Kennen wir. Das kennen wir. Es ist auch ein bisschen. Ja, es ist mir doch jetzt hier ein bisschen zu viel von der Bodenerde. Bin ich ganz ehrlich. Das sieht halt, die Gebäude, das sieht halt alles so ein bisschen aus wie einfach so hingebatscht und so einen Zufahrtsweg dazu gemacht. Die Brücken sind cool. Also die Brücken, auch hier dieser Staudamm, die sind echt cool. Also das hat sich echt gelohnt, das mal anzugucken. Jetzt haben wir hier noch die Zuckerfabrik. Die wollen wir uns nochmal angucken. Die habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. Auch das sieht halt wieder so zack, bumm, hingebatscht. Der Boden, Zufahrtsstraße. Aber das ist ein ganz schönes Areal. Hey. Das ist ein ganz schönes Areal. Ja, aber bis auf den Boden. Also, da hätten wir vielleicht mal in den Boden, wenn man da einfach noch ein kleines bisschen Struktur reinbringt, vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Textur. Dann wirkt es einfach auch gleich viel liebevoller, realistischer und ja, gemütlicher. Vielleicht kommt da ja mal noch eine kleine überarbeitete Version. Ansonsten muss ich sagen, ist auf jeden Fall was anderes. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Es hat so ein paar Highlights. Was zum Beispiel sind da diese runden Felder, die Brücken finde ich sehr geil. Es ist doch eine Weide, es ist auf jeden Fall was anderes. Es ist mal eine andere Vegetation. Ja, für Leute, die groß mögen, die Zuckerrohranbau mögen, für die ist das sicherlich ganz cool. Ansonsten auch Leute, die kleinere Felder bewirtschaften wollen, die sich das jetzt angeguckt haben und gesagt haben, nö, das ist eigentlich sowas, was ich mal ganz gerne austesten wollte. Auch für die ist hier gesorgt. Ansonsten, ja, mit ein paar Überarbeitungssachen wäre das wirklich, denke ich, eine ganz coole Map. So muss ich sagen, sind die Highlights doch ein bisschen untergegangen. Es sind doch sehr, sehr, sehr weite Wege. Ich bin eigentlich großer Fan von ein bisschen rumfahren, aber ich denke, das würde mal irgendwann auf den Senkel gehen. Dass man einfach von Feld bis irgendwohin halt mal 8 Minuten unterwegs ist. Es sei denn, man hat halt große Hänger. Für was das vielleicht auch sicherlich gedacht ist. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Schaut beim Livestream vorbei, bewertet die Sache. Äußert euch auch kritisch gern in den Kommentaren. Schreibt euch, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Schreibt mir mal ein paar Sachen, die Maps, die euch gefallen. Die ich mir eventuell noch nicht angeguckt habe. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn unser Livestream, unser Landwirtschaftssimulator-Stream live geht. Dann, ja, schaut doch da mal rein. Würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Ansonsten soll es das von hier gewesen sein. Habt vielen Dank nochmal und bis demnächst. Macht's gut. Ciao.